Im Bereich der Staatsphilosophie versuchen Philosophen, den perfekten Staat zu kreieren. Im Naturzustand ohne Staat ist der Mensch egoistisch. Untereinander herrscht Unsicherheit und Misstrauen, da es keine kontrollierende Gewalt gibt. Um dem zu entgehen, würde Hobbes den Menschen einen Vertrag anbieten. Sie sollen ihre Freiheit und ihre Macht vereinen und sie an den sogenannten Leviathan übertragen. Dieser ist als Gegenleistung dazu verpflichtet, die Bürger zu beschützen und notfalls auch zu bestrafen. So ist es den Menschen möglich, Verträge und Kooperationen einzugehen. Dieser Vertrag ist so lange gültig, bis der Leviathan die gegebene Macht missbraucht und den Bürgern keinen Schutz mehr bietet. Dann, aber auch nur dann, ist es den Menschen erlaubt, sich gegen den Leviathan aufzulehnen. Im Naturzustand hat jeder Mensch gottgegebene Rechte und es herrscht Freiheit und Gleichheit. Der Staat soll dazu dienen, diese Naturrechte zu sichern. Die Freiheit und die Macht der Bürger werden, wie bei Thomas Hobbes, gegen Sicherheit getauscht. Falls der Staat das Vertrauen der Bürger bricht, fällt die Macht auf das Volk zurück. Bei John Locke herrscht Mehrheitsprinzip. Das heißt, dass die Mehrheit die Richtung bestimmt. Der Mensch ist im Naturzustand unabhängig, friedlich und unverdorben. Jean-Jacques Rousseau nannte ihn den edlen Wilden. Er war der Ansicht, dass die Gesellschaft den Menschen verdorben hat, dadurch Eigentum, Ungleichheiten hergestellt wurden, was zu Neid und Gewalt führte. Seine Vorstellung eines idealen Staates ist die Volksherrschaft.